Aber du hast nichts ausgegeben. Genau. Das heißt, du hast etwas versucht, aber du konntest es nicht. Du hattest kein Geld, du wurdest krank, irgendwas ist passiert, dann bekommst du trotzdem diesen Lohn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen von den Sahaba, die entschuldigt waren, nicht in den Krieg zu ziehen. Es gab ja einige Sahaba, die konnten nicht. Warum? Weil sie krank waren. Und einige, darüber sagt Allah azza wa jal, auch diejenigen sind entschuldigt, die zu dir gekommen sind und dich gebeten haben, um ein Gefährt zu bekommen, ja, damit die überhaupt raus, also hinausziehen können mit dir. Aber du gesagt hast, ich habe leider nichts, womit ich euch mitnehmen kann. Und da kehrten sie zurück, während ihre Augen tränten, weil sie nichts hatten, um auszugeben. Diese Eier belegt was? Sie bekommen den gleichen Lohn, obwohl sie gar nicht hinausgezogen sind mit den anderen Sahaba. Das bedeutet, wenn du siehst, jemand hat einen Brunnen gebaut, du hast kein Geld zum Brunnen bauen. Der andere hat eine Moschee gebaut, du hast kein Geld zum Moschee bauen. Der andere hat Waisenkinder finanziert, du hast kein Geld. Oder du bist krank, du konntest nicht zur Hajj gehen, aber du würdest schon gerne gehen. Dann wirst du den gleichen Lohn bekommen.